Willkommen zum ersten Part von WWE 2K24 MyGM. In MyGM geht es darum, die beste Show zu haben. Dabei trete ich gegen drei weitere Computer an und muss die besten Matches performen und wie gesagt die beste Show bringen. Ich habe das Ganze schon ein paar Mal gemacht, deswegen schaut in die Beschreibung, da könnt ihr euch die vorherigen Seasons angucken. Und falls ihr jetzt irgendwas nicht versteht, guckt euch einfach das Video an, da wird alles noch erklärt. Und jetzt, viel Spaß. Ich glaube, wir bleiben mal ein bisschen Standard. Ich glaube, wir gehen auf SmackDown und dann suchen wir uns jetzt unsere Gegner aus. Wir werden erstmal Adam Pearce für Raw, William Regal für NXT und dann am besten noch Paul Heyman für ECW. Und jetzt bin ich gespannt. Wir beginnen in Saison Nummer 1 und es beginnt mit dem Draft. Wir haben jetzt 9 Runden. In den 9 Runden müssen wir uns ein Roster zusammenstellen. Wir können natürlich auch mehr uns holen. Mal gucken, wen wir uns alles nehmen werden. Wir müssen echt ein bisschen darauf achten, dass wir die besten Leute bekommen, wenn wir auf Extrem spielen. Wie ihr seht, kann man auf ein paar Sachen achten. Unter anderem auf die Klasse der Leute und auf die Popularität. Wenn man eine Bruiserin hat, ist es zum Beispiel gut, wenn man auch eine Kämpferin hat, weil die beiden sich gut ergänzen. Eine Spezialistin ist gegen alles gut und so weiter und so fort. Also da sollte man so ein bisschen gucken, dass man darauf achtet. Gleichzeitig natürlich gucken, dass man auch populäre Leute mitnimmt. Aber umso populärer, umso teurer sind sie halt auch. Trotzdem holen wir uns jetzt erstmal einen Superstar, würde ich sagen, dass wir gleich mal auf jeden Fall gut versorgt sind. Und ich würde sagen, wir nehmen uns gleich mal Rhea Ripley hier für die Frauen. Raw nimmt sich jetzt erstmal Roman Reigns, natürlich. Dann Ronda Rousey geht zu ECW, natürlich. Und Becky Lynch scheinbar zu NXT. Das ist die erste Runde. Dann würde ich sagen, holen wir uns gleich mal Asuka für Rhea Ripley. Ich glaube, das wird gar... Ah, wobei, ich spare erstmal. Guck mich mal ganz kurz um. Ich hätte gern eigentlich Gunther, ne? Gunther wäre schon ziemlich sick zu haben. Let's go. Holen wir uns Gunther. Asuka wird jetzt leider von Raw genommen. Big E holt sich ECW und AJ Styles geht scheinbar zu NXT. Wir bräuchten natürlich gleich mal einen Gegner für den guten Gunther. Das heißt, so ein Santos Escobar wäre gar nicht so schlecht. Eine Spezialistin ist immer gut. Ich denke, so eine beliebte Spezialistin ist auch sehr gut. Dementsprechend nehmen wir uns Bayley. Notfalls können wir die Face turnen, das ist schon mal sehr gut. Nikita Lyons geht zu Raw, Nikki Cross zu ECW und Bray Wyatt zu NXT. Was haben wir denn hier so an Zuschauern zum Beispiel? Bin ich zum Beispiel auch da? Das würde mich jetzt einfach mal interessieren. Banjo gibt's hier, Raid gibt's auch. Ich würde fast sagen, weil ich ihn gerade gesehen habe, wir müssen jetzt ein bisschen sparen, weil ich würde eigentlich ganz gerne ein großes Roster mit zusammensuchen. Deswegen holen wir uns erstmal L.A. Knight. Ja! Und jetzt sollte ich gucken, dass ich auf jeden Fall meine ganzen Leute ein bisschen ergänze, weil sonst kriege ich ein kleines Problem. Oh, Prade wurde von NXT geholt. Dann holen wir uns Logan Paul. Warum nicht? Dr. Gendev geht zu Raw. Ich würde sagen, wir nehmen jetzt hier mal einen Zuschauer. Nehmen wir uns einfach mal Drexplex. Let's go. Ich bräuchte natürlich noch ein paar beliebte Leute, aber aktuell... Oh, Spezialisten. Männlicher Spezialist wäre gut. Wen hätten wir denn so männlich Spezialisten? Chad Gable wäre zum Beispiel gut. Ich nehme jetzt hier erstmal Tyler Bate. Den finde ich immer gut. Dann möchte ich mir jetzt aber auch noch kurz einen beliebten Spezialisten der Männer holen. Und am besten nehmen wir da jetzt einfach Chad Gable. Das bietet sich doch gut an. Jetzt wurden alle 9 Runden abgeschlossen. Das heißt, ab jetzt könnte man aufhören zu wählen. Ich möchte aber noch nicht aufhören. Wir bräuchten ein bisschen größeres Roster. Dementsprechend muss ich jetzt erstmal abchecken, wie es denn aussieht. Wir haben zum Beispiel viel zu wenig Damen. Das heißt, wir brauchen ein paar Damen. Wen möchte ich denn? Eine Dakota Kai. Ja, let's go. Ich brauche noch viel mehr Damen. Deswegen sollte ich maybe hier nochmal so eine Roxanne nehmen. Let's go. Und dann sollte ich vielleicht nochmal zu einer Riesin greifen. Dann nehme ich mir jetzt am besten gleich mal Piper Niven. So, okay, jetzt habe ich 5 Damen. Jetzt kann ich ja mal ganz kurz gucken, was ist denn zuschauertechnisch noch da? Tame ist noch da. Dann holen wir uns jetzt Tame. Let's go. Wir könnten natürlich eine Bianca noch holen. Die ist halt recht teuer, aber die ist halt unfassbar beliebt. Das wäre halt eigentlich sehr praktisch noch. Boah, was Solo Sikoa wäre zum Beispiel auch cool. Boah, der wäre vor allem wichtig. Dann hole ich mir jetzt erstmal Solo. Der ist sehr wichtig für unser Roster. Raw schließt hier jetzt auch ab und damit schließt NXT auch ab. Wir haben gar nicht mehr so viel Geld. Ist ja gar nicht gut. Mir geht's gar nicht gut. Vielleicht sollte ich jetzt erstmal ein bisschen sparen. Ich hole mir jetzt noch eine Indie Hartwell. ECW ist auch fertig. Und dann würde ich sagen, machen wir hier Schluss. Sonst wird es geldtechnisch ein bisschen schwierig. Oder vielleicht kriege ich noch einen ganz billigen. Was haben wir denn hier? Brooks Jensen für 102. Komm, holen wir uns noch Brooks und damit fertig. Ich bin zufrieden mit meinem Draft. Vielleicht nicht perfekt, aber auf jeden Fall sehr interessant. Dann bin ich jetzt auf jeden Fall mal gespannt. Hier seht ihr jetzt auf jeden Fall nochmal das komplette Roster von allen Brands. Das meins ist auf jeden Fall wieder mal das Größte. That's what she said. Und jetzt beginnt die erste Woche. 4 Wochen vor Hell in a Cell. Und jetzt müssen wir unsere Champions auswählen und aussuchen, wer für uns welchen Titel repräsentiert. Und hier werde ich wie immer das Gleiche machen. Wir kriegen nämlich einen Boost von, ich glaube, 20 pro Superstar in der Beliebtheit, wenn man ihnen einen Titel gibt. Das heißt, ich werde jemanden nehmen, der nicht der beliebteste ist und ihn zum beliebtesten machen. Das heißt, am besten nehme ich jetzt hier maybe einen Santos Escobar oder einen Logan Paul. Ich glaube, ein Logan Paul ist hier gar nicht schlecht. 10 Popularität. Das ist halt wirklich nicht schlecht. Ja, lass es mal machen. Als Intercontinental Champion nehmen wir dann, wie viel kriegt man da? Kriegt man da auch 10? Ja, nehmen wir Brooks Jensen. Dann haben wir da auch gleich nochmal einen Star gemacht. Wobei, nehmen wir mal Tyler Bate. Das ist nochmal ein bisschen besser. Jetzt fehlt mir nur noch ein Tag Team. Als Tag Team Champions nehme ich am besten einfach Tame und Drexplex. Die muss ich nur dann erst nochmal einen von den beiden gut werden lassen, aber egal. Und bei den Frauen nehme ich als Champion eine Piper Niven maybe? Ja, das wäre glaube ich gar nicht so
schlecht. Und als Tag Team Champions Indi Hartwell und Dakota Kai. Ja, let's go. Da muss ich dann auch ein bisschen was noch machen, aber egal. Ja, das ist auf jeden Fall ganz, ganz wilde Champions, aber egal, passt. Let's go. Also, wir können jetzt hier einiges machen. Hier zum Beispiel unsere Show booken, auch wenn Xavier nicht die Klappe halten möchte. Ich würde jetzt gerne einfach mal machen. Hier können wir unsere Show auch verbessern. Zum Beispiel größeren Saal kaufen oder so, aber damit spare ich jetzt erstmal noch, weil mir fehlt noch ein bisschen das Geld, ehrlich gesagt. Und hier könnten wir Talent Scouts einschalten. Und das ist jetzt anders, deswegen muss ich jetzt mal kurz durchlesen, wie das geht. Jede Woche kannst du 5 Talent Scouts einsetzen, um die besten Superstars für die Anforderungen deines Rosters zu finden. Außerdem werden kostenlos 4 Superstars einer niedrigen Stufe vorgestellt, die du in Betracht ziehen kannst. Hier findest du die Suchkriterien, die du bei deiner Suche nach Superstars nutzen kannst. Dazu zählt der Rang, das Geschlecht, die Rolle, die Klasse und das Promotalent. Je spezifischer du die Suchkriterien festlegst, desto mehr Talent Scouts brauchst du für die Suche nach Superstars. Wenn du alle Talent Scouts losgeschickt hast, musst du noch eine Woche warten. Alternativ kannst du auch Matchkarten einsetzen, um mehr Talent Scouts zu verdienen. Die Suche nach Superstars erfordert eine variable Zahl von Talent Scouts und Geld. Wenn du deine Suchkriterien festgelegt hast, kannst du deine Talent Scouts losschicken. Okay, das sieht sehr interessant aus. Wollen wir das gleich mal machen? Etablierten Superstar. Genau. Kosten für die Suche 5. Geschlecht, weiblich am besten. Ausrichtung ist mir eigentlich egal. Klasse ist mir eigentlich auch egal. Promotalent ist mir nicht egal. Doch, ist mir egal. Doch, nee, ist mir nicht egal. Komm, machen wir mal so. Und Suche. Let's go. Du hast keine Talente. Wenn ich das so mache. Ah, okay. Ivy Nile. Okay, machen wir nochmal eine höhere Stufe. Gehen wir nochmal auf Suchen. Ah, hier sind die Leute. Ich habe leider gerade absolut kein Geld eigentlich, ne? Aber so ein paar von denen, also ich könnte noch ein, zwei Damen gebrauchen, wenn ich ehrlich bin. Die Frage ist, wen von denen nehme ich jetzt? Bin etwas überfordert. Ich glaube, wir lassen das jetzt einfach erstmal. Das bringt hier erstmal alles noch nichts. Hier gibt es dann noch Matchkarten. Damit kann man auf jeden Fall so ein paar schöne Dinge tun. Wir werden jetzt erstmal die Geburt der Legenden spielen. Hier gibt es 6 zufälligen Superstars von uns nochmal einen Boost und macht sie beliebter. Das ist natürlich auch sehr nützlich. Ich würde sagen, nachdem wir uns das jetzt alles angeguckt haben, fangen wir mal an, unsere Show zu booken. Und fangen natürlich erstmal standardmäßig an mit einem Women's Title Match zwischen Piper Niven und Roxanne Perez. Roxanne ist richtig unbeliebt. Titelmatch, kein Eingreifen, rein da. Am besten gleich noch irgendein Special Match-Typ. Ein Tables Match, let's go. Dann machen wir im Main Event Logan Paul in einem Titelmatch, let's go. Jetzt kann er ihn verteidigen. Dann würde ich sagen, verteidigen wir auch gleich mal die Tag-Team-Titel von Rexplex und Tame. Da sind mir gerade die Namen entflogen. Gegen Chad Gable und Brooks Jensen. Muss auf jeden Fall Tame noch gut machen. In einem Extreme Rules Match. Und dann machen wir noch ein Fatal Triple Threat, würde ich sagen. Von Tyler Bate gegen Gunther gegen Solo Sikoa um den IC Championship. So, dann können wir jetzt auf jeden Fall noch Tag Team Herausforderung. Rhea Ripley und Bayley gegen Indi Hartwell und Dakota Kai. Let's go. Dann Ausrichtungswechsel bringt mir jetzt hier gerade gar nichts. Herausforderung. Santos Escobar fordert Gunther heraus. Und dann Eigenwerbung von Indi Hartwell. Und damit wäre die erste Show schon mal fertig. Wir haben sogar noch ein bisschen Geld übrig. Das würde ich jetzt einfach mal in eine bessere Halle stecken. Let's go. Jetzt geht es mir langsam nur das Geld aus. Ich glaube, das ist eine ganz gute Show. Ich würde sagen, wir beginnen unsere erste Show und gucken mal, wie gut wir abschneiden. Das müsste ja eigentlich gar nicht so schlecht sein, ne? Wir könnten das jetzt auch selber spielen, aber das machen wir jetzt erstmal nicht. Piper Niven gegen Roxanne Perez. Und es gewinnt Roxanne Perez gleich den Titel im ersten. Alles klar. Es waren 4-Sterne-Match. Nicht schlecht. Das ging schon mal gut los. Dann haben wir hier eine Fehde. Ja, haben wir. Sehr gut. Dann gleich Tag-Team-Title-Match. Und wer kann gewinnen? Die Titel werden verteidigt. Sehr gut. In einem guten Match. Dann eine weitere Fehde. Kann Tyler Bate den Titel behalten? Ich schätze nicht, aber doch, er schafft es sogar. Mittelmäßig. Was soll das denn? Dann Indi Hartwell kriegt ein bisschen Fans. Und dann Main Event. LA Knight gegen Logan Paul um den World Championship. Und niemand gewinnt. Ach, LA Knight holt sich gleich den Titel. Das ging schnell und das war schlecht. Müssen wir noch ein bisschen dran arbeiten, Leute. Das war jetzt nicht ganz so gut. Und was zum Teufel sehe ich hier? Roman Reigns und JD McDonough. Ja, holla die Waldfee. Was haben wir denn hier bei ECW? Auch ganz wilde Geschichten, ne? Also wirklich, was die teilweise hier zusammenbucken, verstehe ich nicht. Braun Strowman gegen... Alles klar. Ja, da bin ich komplett raus. Gucken wir doch mal, wie gut war denn unsere Show? Ich würde fast sagen, jetzt abgesehen vom Main Event, waren wir gar nicht so schlecht. Einzige Problem, wir haben keine Rivalitäten. Die Leute haben einfach alle keine Rivalitäten gemacht. Was soll das denn? Bisschen doof, aber gut. Kann man nichts machen. Wir werden wahrscheinlich hoffentlich ein bisschen Geld plus machen. Gucken wir mal. Ja, wir haben ein bisschen Geld plus gemacht. Das ist schon mal wichtig. Das ist schon mal sehr gut. Mein Flug wurde storniert und ich bekomme keine anderen mehr, um diese Woche rechtzeitig zur Show zu schaffen. Ach, komm schon. Könnt ihr ihn einfach den Vertrag beenden? Ich könnte seinen Lohn abziehen? Oder ich schicke einen Privatchat? Ja, komm, ich schicke einen Privatchat. Alles klar. Dann liebt er mich halt, ne? Ich habe jetzt zwar viel zu viel Geld für diesen Privatchat ausgegeben, aber Leute, was man nicht alles für seine Fans macht. Für seine Fans vor allem. Ich würde sagen, weil ich es gerade gesehen habe, Gunther möchte ein Rematch gegen Tyler Bate. Das kann er haben. Mit einem Eingriff von Santos Escobar, natürlich. Der Gunther attackiert. Ich glaube, das passt schon mal sehr gut. Dann würde ich auch sagen, gleich nochmal für die Frauen. Ah, warte mal, da müssen wir erstmal noch ein bisschen was machen. Wir müssen kurz Ausrichtungswechsel
Wechsel. Also die Leute sind teilweise böse, manchmal gut. Und wir müssen jetzt auf jeden Fall die Leute, die böse sind, gut machen, ein paar von denen. Das muss ich jetzt mal ganz schnell machen. Und außerdem auch noch Armee, so. Ja, das wird auf jeden Fall lustig, die Show hier irgendwie zusammengebuckt zu bekommen. Ich weiß auch gar nicht, wie ich die ganzen neuen Matchtypen freischalte, ne? Das weiß ich ehrlich gesagt nicht, aber das finden wir einfach zusammen raus. Was kann ich denn noch für Matches machen? Solo Sikoa gegen Chad Gable? Ah, warte mal, ich habe Chad Gable den Privatchat bezahlt, obwohl Chad Gable gar nicht notwendig gewesen wäre. Naja, gut, dann ist es halt so. Ich bin so dumm. Oh Mann, mich kann man echt auch zu nichts gebrauchen. Naja, gut. Roxanne und Piper, ihr dürft auch nochmal kämpfen. Dann passt es. Und dann mache ich jetzt hier noch eine Herausforderung von Brooks Jensen als Bruiser gegen irgendeinen Kämpfer. Ich habe ja keine Leute mehr. Ich kann Brooks Jensen gar keine Herausforderung machen lassen. Dann lasse ich ihn Werbung machen. Könnte ich mir vielleicht noch ein bisschen was Besseres kaufen? Ne, ich habe gerade nicht das Geld dafür. Okay, legen wir los. Zweite Woche. Bin zufrieden. Also, Logan Paul gegen L.A. Knight. Wie wird das Ganze ausgehen? L.A. Knight verteidigt seinen Titel. In einem großartigen Match hier. Das ist schon mal sehr gut. Der Dakota Kai ist jetzt gut. Midcard Solo Sikoa gegen Chad Gable. Warum nicht? Und wie geht's aus? Solo Sikoa gewinnt in einem okay Match. Mehr muss es nicht machen, ne? Tame ist jetzt auch gut. Jetzt noch Roxanne Perez gegen Piper Niven. Piper Niven holt sich den Titel zurück in einem guten Match. Brooks Jensen wird hoffentlich ein bisschen beliebter. Und jetzt nur noch Gunther gegen Tyler Bate mit dem Eingreifen von Santos Escobar. Normalerweise verteidigt Tyler Bate seinen Titel damit. Sehr gut. In einem guten Match. Was soll das denn? Ich hätte eigentlich ein bisschen mehr erwartet, wenn ich ehrlich bin. Wir sind auf Platz 4. Wir haben richtig wenig Cash und richtig wenig Zuschauer. Logischerweise, wenn wir auf Platz 4 sind. Da müssen wir unbedingt dran arbeiten. Ich würde einfach mal renommierte Stars suchen. Komm, egal welches Geschlecht, egal irgendwas. Ich habe, wie gesagt, kein Geld. Ich bräuchte aber jemanden für Tyler Bate. Und Tyler Bate ist ein... Oh, warte mal. Tyler Bate ist ja ein Spezialist. Das heißt, ich könnte jeden dafür reinholen. Zum Beispiel auch einen Dijack. Und der ist relativ okay zu bezahlen. Oh, warte mal. Wir haben hier auch einiges geändert. Ah, ich kann ihn aufleveln. Alles klar. Match-Spezialität, False Count Anywhere. Interessant, was die hier alles gemacht haben. Ja, das Ding ist, ich würde ihn gerne unter Vertrag nehmen. Könnte ich da eigentlich den Vertrag auch länger machen? Ja, kann ich. Dann mache ich ihn aber erstmal 4 Wochen lang. Dann kann man ihn ja immer noch verlängern. Let's go. Und dann würde ich sagen, versuchen wir jetzt erstmal hier ein bisschen was aufzustellen. Gut, dann lassen wir ihn auf jeden Fall mal Tyler Bate herausfordern. Dann Rückmatch zwischen den beiden. Wo ist denn meine Roxanne? Hier ist meine Roxanne. Danke. Oh, Ausdauer von 40. Gar nicht gut. Dann machen wir das vielleicht doch nicht. Wieso habt ihr keine Fehde? Wieso habt ihr keine Fehde? Ihr sollt einfach nur eine Fehde haben. Was ist denn mit euch? Die wollen einfach alle nicht. Die wollen alle keine Fehden haben. Und auch keine Ausdauer scheinbar. Holy shit, es geht ja niemandem gut. Es geht niemandem gut. Was ist das? Ich mache jetzt hier mal ein Tables-Match zwischen den Damen. So, komm. Es geht jetzt halt nicht anders. So. Dann TLC-Match zwischen den Tag Team Champions und, wen habe ich gesagt? Solo und Brooks Jensen wäre dumm. Doch, Brooks Jensen muss ich fast machen. Ja, dann mache ich gegen mit dem meinetwegen. Ich kann keine Matches machen. Holy shit. Ich habe ein bisschen Schwierigkeiten. Santos gegen Gunther und ja, was mache ich jetzt? Tyler Bate geht's nicht gut. Dann machen wir LA Knight gegen, aber die sind beide gut. Das wird richtig scheiße ausgehen. Egal, das muss jetzt einfach sein. Eingriff von Logan Paul gegen LA Knight. Geht jetzt nicht anders. Und dann einfach ein bisschen Wohltätigkeit von Roxanne und dann sollte das passen. Das läuft wirklich gar nicht gut. Dann könnte ich mir das hier noch einmal kurz verbessern. Und jetzt habe ich gar kein Geld, aber egal. Let's go, rein da. Gleich mal das nächste Upgrade gegönnt und gleich in die nächste Show rein. Schauen wir erstmal, wie es jetzt hier bei diesem Tag Team Title Match ausgeht. Bei den Damen und Rhea Ripley und Bayley können sich die Titel sichern. Und damit eine bessere Fehde und ein gutes Match. Dann Dijak und Tyler Bate haben eine Fehde. Escobar gegen Gunther. Geht hoffentlich gut aus. Gunther gewinnt. Und ein okayes Match. Ey, wirklich unser erster Pay-Per-View wird so ein Reinfall. Aber okay. Bitte lass das jetzt keinen kompletten Reinfall sein. Bitte. Danke, die verteidigen. Und es war großartig. Let's go. Wenigstens etwas. Aber die Show lief auf jeden Fall besser. Wir haben jetzt auch schon mal eine Stufe 2 Fehde. Zwei Stufe 2 Fäden. Ein paar Fäden sind auf Level 1 endlich gekommen. Damit sind wir schon mal für den Pay-Per-View ein bisschen besser vorbereitet. Aber ich sag mal so, rein geldtechnisch und alles sieht's wirklich nicht gut aus. Man muss am Ende gewinnen. Und gerade sind wir sogar auf Platz 3. Eine Woche noch bis Hell in a Cell. Gunther und Logan Paul möchten ein Team machen. Oh Mann. Klar, schauen wir uns das an. Ah, hier. Ich kann ein neues Level entscheiden. Okay, Standard-Ausdauer. Dieser Superstar verliert 2 Ausdauer durch die Teilnahme an Matches. Was? Standard-Popularität. Dieser Superstar erhält plus 1 Popularität durch die Teilnahme an Matches. Okay, ich verstehe. Da kann ich jetzt einen Vorteil raussuchen. Entweder 2 Ausdauer verlieren, die immer 2 Ausdauer verlieren, oder eben 1 Popularität durch die Teilnahme an Matches. Ich würde sagen, wir nehmen die 2 Ausdauer. Die ist auf jeden Fall viel besser. Und ab 15 kriegt er dann wieder ein neues Level ab. Okay, ich verstehe. Das lohnt sich ja dann richtig. Also ich sollte auf jeden Fall immer wieder mal gucken, ob ich die Leute ein bisschen abgelevelt habe. Okay, und wenn sie ins Match Matches haben, leveln sie ab. Das ist schon mal sehr gut zu wissen. Dann machen wir gleich mal die nächste Show fertig. Wir müssen immer noch Brooks Jensen Heel-Turn lassen, aber das ist mir jetzt erstmal egal. Tame und Drexplex verteidigen ihre Titel in einem okayen Match. Das ist schon mal gar nicht so gut. Die Fehde steigt. Dann haben wir wenigstens das schon mal fertig. Gunther und Santos Escobar. Gunther gewinnt erneut in einem guten Match. Das ist schon mal sehr schlecht, weil wenn das zweite Match besser ist als das erste Match, ist es sehr schlecht. Die Fehde zwischen den beiden steigt auch. Das ist auch gut. Dann Piper Niven gegen Roxanne Perez. Ist eigentlich dumm, weil Roxanne geht's nicht gut, aber ist mir jetzt egal. Piper Niven gewinnt hier auch. Die ist mittlerweile auch richtig beliebt und hat ein 4-Sterne-Match. Was ein Banger. Weitere Rivalitätszugang, das ist auch gut. Und jetzt kommen, lass hier das noch gut funktionieren. Bisschen besser als 4 Sterne oder wenigstens 4 neue Championess und wieder 4 Sterne, sehr
sehr gut. Das lief sehr gut. Der Anfang war nicht gut, aber das Ende lief jetzt sehr gut. Ah, es ist nicht perfekt. Es ist nicht perfekt. Ein bisschen Geld haben wir, aber es ist zu wenig. Genau, muss auf jeden Fall jetzt ein bisschen auf Sparkurs sein. Wir sind weiterhin auf Platz 4, aber halb so wild. Und wir haben unseren ersten Pay-Per-View. Och, komm schon. Rivalisierende Brands. Was ist denn jetzt los? Was? 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 Ich kann 3 Champions nicht benutzen? Ja gut, ich habe verloren. Ich habe keine Chance. Der hat mir alles weggenommen. Der hat mir alles weggenommen. Es ist doch so lächerlich. Oh mein Gott, ich könnte kotzen. Ja, das ist jetzt schlecht. Wie soll ich die Show vollkriegen? Ja, das stelle ich mir jetzt ein bisschen schlecht vor, ne? Das läuft nicht gut. Wir nutzen mal Cheatcode und gucken mal kurz, von wem wir uns den besten Superstar klauen können, um mal ein bisschen unser Roster zu verstärken. Eine Ronda Rousey ist halt ultra beliebt. Das wäre halt eigentlich gar nicht schlecht. Aber wir bräuchten halt eigentlich ein bisschen Männerunterstützung. Wir haben nämlich nicht viel gute Männer gerade. Alter, Bray Wyatt ist auch richtig beliebt. Dann holen wir uns Bray Wyatt. Der kommt dann in der nächsten Show zu uns. Das ist schon mal gut. Und jetzt muss ich irgendwie gucken, dass ich hier eine Show zusammenkriege. Ich werde so auf die Schnauze bekommen. Holy shit. Ich habe halt nichts, ne? Ich kann nichts. Ich kann nichts machen. Ich kann nichts machen, weil alles funktioniert leider hier. Also nicht gut. Nicht gut. Ich habe halt wirklich, ich habe gar keine Matches. Ich kann nichts tun. Ja, Brooks Jensen gegen Drexplex, I guess. Nee, ich muss Brooks Jensen hier gleich mal heel turnen lassen. Dann, I don't know. Drexplex gegen Solo Sikoa. In einem... Hey, danke für den Follow, Drexplex. In einem Submission-Match, komm. Das kommt wenigstens gut an. Ja, dann machen wir jetzt halt Chad Gable noch gegen Dijak. Warum auch nicht? Und dann am besten aber noch ein bisschen Wohltätigkeit durch Roxanne. Mehr kann ich nicht machen. Mir fehlt einfach alles. Ist das lächerlich? Naja gut, ne? Kann man nichts machen. Simulieren wir. Die Show lief leider nicht gut. Wir haben kein Geld und wir haben keine Leute. Aber egal. Gucken wir doch mal, wie unser erster Pay-Per-View ausgehen wird. Wir haben neue Women's Tag Team Champions in einem großartigen Match. Die Rivalität wird aber nicht abgeschlossen. Brooks Jensen ist jetzt böse. Das kann mir recht sein. Alter, Gunther ist ja ultra beliebt. 70 Popularität durch diese Fehde. Santos Escobar gewinnt hier sogar. Die Fehde geht auch noch ein bisschen weiter. Roxanne Perez holt uns mal Zuschauer. Dann dieses Random Match zwischen Drexplex und Solo Sikoa, weil ich keine Leute mehr hatte. Solo Sikoa gewinnt in einem okayen Match. Und jetzt gibt es eine Fehde, die gleich auf Stufe 2 ist. Was zum Teufel? Dann noch Chad Gable gegen Dijak, weil warum nicht? Und Chad Gable gewinnt in einem enttäuschenden. Ich komme da wirklich. Nur noch unser Main Event kann uns retten. Logan Paul gegen LA Knight. Und Logan Paul gewinnt den World Championship in einem legendären 5-Sterne-Match. Holy shit. Ich möchte mich nicht beschweren. Logan Paul ist unser Retter. Über diese Card möchte ich nicht reden. Wirklich nicht. Also wirklich gar nicht. Was ist das für eine Card? Spot Funny gegen Luke Gallows. What the hell? Ich check hier. Ich check nicht, was abgeht. Aber gut, gucken wir mal, wie wir abgeschlossen haben. Es müsste nicht gerade so gut gewesen sein. Wir hatten das beste Match der ganzen Show, also allen Shows, aber wir hatten halt auch leider die, ich glaube, schlechteste Card von dem Ganzen. Nicht so gut. Und ich habe sogar Minus gemacht. Ja, jetzt sieht es ganz schlecht aus. Das lief gar nicht gut, Leute. Das lief echt gar nicht gut. Oh, wir sind sogar Dritter. Okay, damit bin ich zufrieden. Das ist schon mal ganz gut nach der ersten Pay-Per-View. Sprechen wir nun über das Tauschen. Nach den meisten Pay-Per-Views bekommen die jeweiligen Brands die Chance, Geld oder Superstars mit anderen Brands zu tauschen. Was? Du kannst nur mit einem Brand gleichzeitig tauschen. Wenn jedoch mehr als 2 Brands verfügbar sind, kannst du wählen, mit welchem du tauschen möchtest. Wählst pro Pay-Per-View 5 Versuche für Tauschgeschäfte. Also nutze sie weise. Jedes vorgeschlagene Tauschgeschäft verbraucht einen deiner Versuche. Lol. Okay, das ist ja richtig krass. Okay, okay. Ich bin gespannt. Wenn du das Tauschgeschäft vorgeschlagen hast, kann die rivalisierende Brand entscheiden, ob er sie annimmt oder nicht. Wenn du das Tauschgeschäft mit einem CPU-Gegner durchführst, musst du die Tauschgeschäfte logisch gestalten. Sonst kann es sein, dass du dem GM verärgerst. Ist der rivalisierende GM zu verärgert? GM, wird er sich weigern, bis zu einem späteren Zeitpunkt Tauschgeschäfte mit dir zu machen? Okay. Das ist ja sehr interessant. Ich könnte jetzt also Leute eintauschen, die ich nicht brauche. Das Ding ist, diese Leute brauche ich zum Beispiel alle. Wen ich jetzt gerade nicht bräuchte, ist Chad Gable zum Beispiel. Der hat gerade keinen Sinn. So, wen würde er denn für Chad Gable vortauschen? Und jetzt kann ich mir hier jemanden aussuchen. Ah, okay, 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 okay. Das ist natürlich sehr interessant. Ich könnte jetzt einfach jemanden von ihm nehmen, also von ihm auswählen, den ich gern hätte, für das, was ich ihm anbiete. Die Frage ist natürlich, wen wollen wir, ne? Wir bräuchten jemanden mit ungefähr gleicher Popularität und relativ gleichem Preis. Wieso ist Roman Reigns World Champion und Tag Team Champ? Egal. Ich würde hier maybe mal so einen Dr. Gendev angehen, aber der bringt mir halt genauso wenig, ne? Vielleicht so ein JD McDonough. Ich schlage ihn einfach mal vor. Und abgelehnt. Schade. Alles klar. Dann will ich den Tausch vielleicht doch nicht machen. Ah, ich kann auch mit ECW tauschen wollen. Okay, dann schauen wir doch mal, was ECW da für mir bieten könnte. Was gibt's denn hier noch in dem Bereich? Alter, die sind ja alle so beliebt. Warum haben die Leute alle so beliebte Superstars? Ich glaube, ich kriege hier keinen Tausch hin, leider. Probier's mal mit einem Montez Ford. Glaub nicht, dass das was wird. Ja, schade, dachte ich mir. Ja, komm. Wir beenden das Tauschgeschäft. Das funktioniert leider nicht. Jetzt will er mir Angebote machen. Was? Ah, er gibt mir noch 260.000. Okay, ich verstehe. Nee, sicherlich nicht. Das tut mir so leid, Bro, aber ich gebe dir sicherlich nicht. Also 260.000 und Jody Garcia für LA Knight, mein Topstar. Sicherlich nicht. So, NXT, willst du auch noch Täusche anbieten? Ich finde das aber richtig cool, das System. 275.000 für LA Knight. Ja, sorry, nee. Sorry. Das tut mir so leid. Aber damit geht's los zu SummerSlam. Vertrag läuft aus. Gut, dass ich ein bisschen Geld gespart habe. Und jetzt können wir uns noch einen Shake-Up holen. Superstar im Main Event erhalten 3 Ring-EP zusätzlich. Tables-Matches sind kostenlos, aber die teilnehmenden Superstars verlieren etwas mehr Ausdauer. Und Superstars über 65 verlieren 15. Ah, aber die sind richtig. Das ist eine richtig gute Karte. Die nehmen wir direkt. Die nehmen wir direkt. Jetzt verlieren natürlich ein paar Leute Dings. Aber manche kriegen einfach 35 plus. Tame ist jetzt 5, ist 92 beliebt. Holy shit. Ja, das haut richtig rein, ne? Es geht weiter mit dem MyGM-Modus. Diesmal jetzt nicht mehr im Stream, sondern einen Tag nach dem Release. Mein Geld sieht immer noch nicht besser aus und alles andere sieht auch nicht gut aus. Insgesamt gibt es 25 Wochen, habe ich gerade gesehen. Das heißt, wir haben noch einiges
ist vor uns. Und jetzt müssen wir erstmal gucken, dass wir irgendwie eine gute Show hinkriegen. Unsere ganzen Leute sind unfassbar beliebt, wenn ich mir das so anschaue. Holy shit. Wir müssen auf jeden Fall die zwei gegeneinander antreten lassen. Hier, die Damen dürfen den Auftakt machen. Alle meine Tag Team Champions. Holy shit. Ich meine, die sind noch fast kaputt. Deswegen soll ich die vielleicht mal nicht einsetzen. Junge, sind die alle kaputt. Ja, holla, die Waldfee. Bray Wyatt ist ja bei uns jetzt mittlerweile auch angekommen. Er bräuchte sogar einen Gegner. Nur leider habe ich gerade keinen. Ja, perfekt. Ich kann ihn gegen Logan Paul ansetzen. Ja, perfekt. Dann würde ich sagen, schauen wir uns doch gleich mal an, was die Show uns so bringt. Roxanne Perez gegen Piper Niven um den Women's Championship. Wer kann sich hier den Titel sichern? Roxanne Perez ist Champion. Endlich, die Fehde steigt mal ein bisschen. Und Roxanne müsste damit gefühlt 100 Popularität haben. LA Knight holt uns extrem viel Geld und verliert keine Popularität. Das ist wichtig. Bray Wyatt gegen Logan Paul. Und Bray Wyatt gewinnt in einem okayen Match. Schade. Hier steigt auch die Fehde. Dann noch Tag-Team-Title-Match der Damen. Die Titel werden verteidigt in einem großartigen Match. Und dann Tyler Bate gegen Dijak. Und niemand geringeres als Dijak ist unser IC-Champion in diesem Falls Count Anywhere-Match in einem Klassiker. Sehr gut. Ja, die Show lief auf jeden Fall schon mal um einiges besser. Ein, zwei Rivalitäten sind sogar gestiegen. Das sieht schon mal gut aus. Also SummerSlam sieht schon mal um einiges besser aus als die letzten Wochen. Wir sind weiterhin auf Platz 3. Was will denn Gunther jetzt von uns? Oh, ich ich wollte ihn Tag-Team-Pack... Ah, das ist schlecht. Logan Paul geht's nicht gut. Zwei Wochen freinehmen. Klar, ruh dich aus, I guess. Oder gönn dir mal eine Wellness-Woche. Sehr gut. Alter, es geht halt keinen meiner Superstars gut, ne? Das ist echt ein Problem. Ich muss alles über Herausforderungen regeln, weil niemand fit ist. Holy shit. Euch geht's auch nicht gut, auch wenn Roxanne Perez mittlerweile ultra beliebt ist. Euch geht's auch nicht gut. Das kann ja nicht sein. Okay, ich muss mir irgendwas ausdenken. Irgendein Risiko muss ich eingehen. Ich könnte die zwei gegeneinander antreten lassen, Women's Title, und dann einfach die Füße vor dem Match einsetzen. Das heißt, die Roxanne sollte sich normalerweise nicht verletzen. Das wäre schon mal ganz gut. Und dann würde ich sagen, reicht es mit der Show. Wir müssen noch ein bisschen Geld sparen, bevor wir irgendwelche großen Investitionen machen können. Und das sollte erstmal ein Anfang sein. Santos Escobar gegen Gunther ist das erste Match der Show und Santos Escobar gewinnt in einem guten Match. Das ist schon mal gut. Hier steigt nicht die Feder, das ist schlecht. Tame gegen Brooks Jensen. Wir mussten irgendwas machen. Ich hatte absolut keine Möglichkeiten. Brooks Jensen gewinnt, kriegt sogar die Feder und es ist ein gutes Match. Bray Wyatt startet auch eine Feder mit Logan Paul. Bayley gegen Dakota Kai, auch sehr random, aber egal. Bayley gewinnt in einem guten Match. Bisschen Werbung. Es tut mir sehr leid, Chad Gable. Und jetzt noch der Main Event. Roxanne Perez gegen Piper Niven und Roxanne Perez verteidigt in einem 4-Sterne-Match. Sehr gut. Das sollte uns auf jeden Fall einen 5-Sterne-Banger dann bei SummerSlam bringen. Da bin ich mir ziemlich sicher. Was mich mal interessieren würde, wer ist denn eigentlich gerade Champions von meinen Gegnern? Das muss ich mir gleich mal angucken. AJ Styles und Becky Lynch, Omos und keine Frau, weil es gibt da keinen Frauentitel. Und Roman Reigns und Asuka. Was suchst du hier? Aber egal. Zwei Wochen noch bis zu SummerSlam. Was hat denn jetzt Gunther auf einmal? Bleib nur, wenn du 100 mit... Och, ich kann dir keine 100.000 geben, Dicker. Jetzt ist der wirklich weg. Schade. Das ist natürlich sehr doof. Rhea Ripley will ein Fatal 4-Way oder Triple Threat gegen Dakota und Indi Hartwell. Ja, okay. Rhea, alles klar, kein Problem. Kannst du haben, I guess. Triple Threat Match, warum nicht, I guess. Also, wird ja bestimmt gar nicht schief gehen oder so. Ja, viel Spaß euch drei, ne? Aber wir haben jetzt ein Problem. Mit Gunther, der gegangen ist, habe ich keine Gegner mehr für Leute, die gehen. Also, mir fehlen Fäden. Eindeutig fehlen mir Fäden. Aber ich habe 400.000. Ja, holy shit, wo kommt das denn her? Dann sollte ich mir vielleicht jetzt mal einen Heal-Kämpfer holen. Okay, wir hätten hier einen Shinsuke Nakamura oder einen Damian Priest zur Auswahl. Popularitätstechnisch wäre natürlich Nakamura hier besser. Ist aber auch ein bisschen teurer. Dann investiere ich nämlich mal einfach in Damian Priest, glaube ich. Das machen wir gleich mal. Let's go. Dann hätten wir nämlich eine neue Fehde mit Damian Priest gegen LA Knight. Das ist dann schon mal gut. Dann kann ich mir jetzt aber mal wenigstens die bessere Arena kaufen. Dann booke ich auch gleich mal die Show fertig. Bräuchte halt mal wieder einen Main Event, der es in sich hat. Aber mit Tyler Bate kann ich aktuell nichts anfangen. Das ist ganz schlecht. Habe ich denn irgendwas, was ich hier in den Main Event packen kann? Es geht meinen Leuten nicht gerade gut. Und den Damen geht es auch nicht gut. Ich kann hier nichts machen. Das ist sehr schlecht. Wisst ihr was? Ich lasse mal den guten Chad Gable böse werden. Dann können wir nämlich Chad Gable gegen Santos Escobar machen. Wir setzen die beiden in den Main Event, I guess. Und lassen dann einfach noch Brooks Jensen gegen Tame kämpfen. Die sind ganz fit. Machen daraus einfach ein Tables-Match. Dann sollten die uns auch ein bisschen Zeug bringen. Das wäre dann schon mal ganz gut. LA Knight ist nicht so fit, aber die Rivalität bringt mir jetzt erstmal eh nichts. Wir haben jetzt sogar noch ein bisschen Geld übrig. Da ist jetzt die Frage, was ich mir als erstes holen möchte. Gucken wir einfach mal hier die Werbung 2. Und jetzt muss ich erstmal wieder ein bisschen sparen. Hoffentlich kriegen wir jetzt durch die neue Arena ein bisschen mehr Geld. Die nächste Show. Brooks Jensen gegen Tame im Opening-Match. Tame ist natürlich ultra beliebt und holt sich hier auch den Sieg in einem großartigen Match. Die beiden overperformen hier fast ein bisschen. Schön Stufe 2 Rivalität. Dann Triple Threat Match zwischen den drei. Ich weiß doch nicht, warum Ripley das wollte, aber sie gewinnt sogar. Was ein Biest. Und es ist sogar okay und wir kriegen noch eine Fehde. Die ist zwar ein bisschen random, aber egal. Jetzt endlich eine Rivalität Stufe 4 zwischen den beiden. Damian Priest gegen LA Knight. Hoffentlich eine weitere Fehde. LA Knight gewinnt in einem mittelmäßigen Match und es gibt eine Fehde. Na, wenigstens was. Der gute Chad Gable ist jetzt böse. Und jetzt gibt es noch Solo Sikoa gegen Drex Plex. Wer kann sich hier den Sieg sichern? Drex Plex gewinnt in diesem Submission-Match in einem 4-Sterne-Match und wir haben eine 4-Sterne-Fehde. Das ist schon mal sehr gut. Wir sind weiter im Platz 3. Auch gar nicht so knapp. Also wir müssen uns noch ein bisschen anstrengen. Mal ganz kurz nachgucken. Klassenänderung. Ah, das können bis jetzt nur die hier.
Ich sehe. Das ist wahrscheinlich ein Level-Ding, kann das sein? Zwischen Bruiser und Riese. Ah, ist gut zu wissen. Das Problem ist halt aktuell, dass alle möglichen Leute fast verletzt sind und ich die irgendwie fit halten muss. Und das ist gar nicht so einfach. Dann lasse ich die jetzt hier noch am besten die Fäden steigen. Dann passt das normalerweise. Wirklich gut sieht es echt nicht aus. Aber gut, es muss jetzt einfach so gehen. Ich werde das Match jetzt hier noch zu einem Tables-Match machen und das so lassen. Und dann schauen wir mal. Geldtechnisch ist halt ein Problem. Unser Opening-Match zwischen Tammy und Brooks Jensen erneut. Die holen uns ja die Banger rein und Tammy gewinnt erneut in einem unglaublichen Opener. Dann die Fehde steigt auf Level 3. Chad Gable und Santos Escobar starten ihre Fehde. Wir müssen erstmal wieder Chad Gable aufbauen. Er ist nämlich ziemlich unbeliebt, wie man hier sieht. Und die Fehde von Piper Niven und Roxanne Perez steigt. LA Knight gegen Damian Priest. Und Damian Priest gewinnt. Hoffentlich ohne Verletzung für LA Knight. Dankeschön. Ja, schade. So viel dazu. Kriegen wir die Level 4? Ja, wir kriegen die Level 4 zwischen Bray Wyatt und Logan Paul. Und dann noch das Tag Team Match der Frauen. Bitte, Dakota, gewinn einfach. Och Mann, ihr seid so kacke. Ja, das ist jetzt ein Problem. Ich sehe jetzt schon die Nachricht. Ich wollte doch gewinnen und jetzt höre ich wieder auf. So ein Blödsinn. Die wird sich so beschweren, ich sag's euch jetzt schon. Und LA Knight ist verletzt, ist halt auch sehr schlecht. Wir bleiben auf Platz 3. Es ist sehr viel Abstand auf Platz 2. Wir sind an SummerSlam angekommen. Die letzte Show der heutigen Folge. Begrenzter Vorrat. Wähle einen gegnerischen Brand, verdoppelt den Preis ihrer Matchkarten im Shop nächste Woche. Ja, okay, damit komme ich zu. Digga, was habt ihr denn? Jetzt kann ich schon wieder meine Champions nicht. Kann das nicht. Wirklich meine besten Champions einklicken Anfall. Jedes Mal. Was ist das für eine unfaire Karte? Holy shit. Es ist so lächerlich. Digga, es kotzt mich richtig an. Jetzt beschwert sich die schon wieder. Du willst wieder in den Ring. Klar, du warst zu lange weg, Mann. Boah, also das ist jetzt wirklich Müll. Also, Logan Paul gegen Bray Wyatt, I guess. Ne, die Damen müssen in den Main Event eigentlich. Ah, wobei, die Damen gehen mal in den Opener. Haben die irgendeine Spezialität? Nein, haben sie nicht. Dann lassen wir die so. Im Main Event kommt Bray Wyatt gegen Logan Paul um den Titel in einem TLC-Match. Das ist wenigstens ein Banger. Dann Tag Team-Match. Bringt mir halt wieder mal wenig, weil ich die Dame nicht einsetzen kann. So ein Anfall. Wirklich, ich krieg so einen Anfall. Brooks Jensen gegen Tammy, I guess. Gut, dass ich die zusammen aufgebaut habe. Dann kann die Fehde wenigstens enden. Okay, und was habe ich noch so für Fäden übrig? Irgendwas. Ach Mann, es nervt so. Kann ich meine ganzen Fäden schon wieder nicht beenden? Ich krieg so einen Anfall. Ich muss noch zwei Matches booken. Wie soll ich das denn machen? Damian Priest und Chad Gable gegen Dings und Spezialist. Yay. Das wird bestimmt... Oh, ein Tornado Tag. Komm, machen wir das wenigstens. Jetzt muss ich noch irgendwie ein Match zusammenkriegen. Bayley gegen Dakota Kai. Alter, ist das kacke. Ist das eine kacke Show. Du kriegst es einfach nicht hin. Die wollen mich wirklich verarschen. Ich könnte mir höchstens Sparky holen. Hätte ich nochmal jemanden im Roster. Das wäre, glaube ich, gar nicht so schlecht. Ja, let's go. Komm. Wobei, wir machen hier nochmal ein bisschen weniger, dass es weniger kostet. Let's go. Wir stecken jetzt halt alles in diesen Pay-Per-View, ne? Wir machen gleich noch ein bisschen Wohltätigkeit mit einem guten Sparky. Mehr bleibt uns nichts übrig. Also das ist wirklich eine so große Kackkarte. Die kann trotzdem funktionieren, weil ich die Matchtypen ausgewählt habe, die die können. Aber trotzdem, das sieht nicht gut aus. Und nicht nur rein in den Pay-Per-View, sondern auch rein ins Match zwischen Roxanne Perez und Piper Niven. Irgendwie wird es immer zur Tradition, dass die Frauen immer am besten performen. Und wie jedes Mal, wenn ich MyGM spiele, wird das letzte Match, oder besser gesagt der letzte Pay-Per-View mit einem Match beendet. Und ich würde sagen, wir fangen direkt an. Wir spielen als Roxanne gegen Piper Niven. So, komm, let's go. Gleich mal hier. Das sah jetzt nicht realistisch aus. Aber gut, wir müssen mit Roxanne gewinnen, weil ich habe schon einen Plan für sie nach diesem Match. Gleich mal hier auskontern. Sehr gut. Dann hier schön Schläge ins Gesicht. Sehr gut. Und Boots. So ist schon mal gut. Jetzt hier nochmal Ground and Pound gegen Piper Niven. Muss auf jeden Fall von nächster Folge wieder den Schwierigkeitsgrad hochstellen. Wir spielen gerade auf schwer. Schön den Dropkick. Also jetzt gehen wir mal hier hoch. Komm. Was kannst du denn so schönes? Ui. Crossbody. Der sah etwas komisch aus. Liegt aber auch, glaube ich, daran, dass Roxanne Perez ziemlich klein ist. Wir schicken mal Piper Niven in die Seile. Und jetzt. Uiuiui, Armdrag. Das lasse ich mich erstmal ein bisschen feiern, ne? Das mache ich schon sehr gut. Piper, aufhören, 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 aufhören. Geht gegen die Seile. Einmal auskontern. Dropkick. Bringt gar nichts. Okay. Vielleicht noch ein Dropkick. Bringt wieder nichts. Okay. Und jetzt wieder draufgesprungen. Okay. Gut, dass das funktioniert. Und Hurricane Runner. Oh, das wird jetzt ein bisschen unangenehm. Oh ne, was soll das denn? Was soll das denn jetzt? Oh ne, das wird ganz schlecht ausgehen. Autsch. Gegen die Oh Gottes Willen. Ich glaube, Roxanne Perez ist tot. Und schön ausgekontert. Aber es war... Was? Wieso? Wie konnte ich sie in der Luft fangen? Ich rede aber nicht drüber. Backbreaker. Wir schicken sie in die Seile. Und wir Armdrag. Und was soll das denn jetzt hier geben? Oh, das hat gut funktioniert. Ich habe halt gar keinen Plan von den Movesets von den beiden. Konter von Piper. Ich krieg sie auch ausgekontert. In die Ecke. Schön hinterher ausgekontert. Jetzt geht's in die andere Ecke. Und ich war zu früh dran. Oh ne, warte, das ist, glaube ich, ein Finisher. Könnt ihr mir vorstellen, dass das der Finisher ist, maybe? Und es gibt den Splash. Ja, das war der Finisher. Das ist nicht gut. Nein, das ist gar nicht gut. Oh mein Gott, war das knapp. Holy shit. Junge, war das knapp. Schön den Todstellerpin. Kann er funktionieren? Eins. Shiri, willst du mal zählen? Danke. Das hat jetzt nur eine Eins gewesen, weil ja Shiri nicht gezählt hat. Dann gleich mal hier Rage aktivieren. Und jetzt Pop Rocks. Komm. Finisher. Und kommt durch direkt ins Cover. Das hat richtig gut ausgesehen. Shiri lässt sich ganz schön viel Zeit. Zwei. Und oh, Kick-out. Alles klar. Kommt aber auch davon, dass der Shiri sich so Zeit gelassen hat, ne? Hier Dropkick nach draußen. Oh, ich kann doch Suicide Diven. Kann ich Piper Niven hochheben? Ist das was... Nein, funktioniert scheinbar nicht. Und ich werde ausgekontert. Und jetzt geht's rein mit mir. Lass sie mal wieder aufstehen. Wir wollen natürlich das jetzt hier nicht durch Countout gewinnen. Piper, alles gut. Kommst du auch mal wieder rein? Nein. Und Piper kommt gerade wieder rein. Oh, ich konnte sie nicht abfangen. Schlecht, ganz schlecht. Das sieht nach einem Signature aus. Uiuiui, das ist gar nicht gut. Ja, sie hat Finisher. Oh Gott, das ist gar nicht gut. Wieso habe ich sie denn reingeholt?
Oh, Kickout. Bei 1. Muss ich mich nur von der Ecke fernhalten. Ich glaube, ich habe gekontert. Let's go. Schön hier wieder. Ground and Pound. Piper ist schon wieder nach draußen gegangen. Mir geht's auch gerade nicht so gut. Oh nein, warte mal. Piper kommt wieder rein. Roxanne, du musst dich erholen. Roxanne, das ist ganz gefährlich. Okay, wir haben es wieder geschafft. Sehr gut. Okay, jetzt pass auf. Ich habe was gesehen. Komm mal hoch. Komm back. Let's go. Hier das X. Und was kommt jetzt? Ich weiß nicht, wie das Timing ist. Okay, ich habe es noch gerade so geschafft. Holy shit. Dann einmal hier schön das Knie in den Bauch. Muss ich auf die Beine. Signature. Was gibt es? Oh, DDT. Let's go. Oh nein, ich hab's. Nein, warum hat sie mich denn jetzt ausgekontert? Das ist gar nicht gut. Das war ihr Finisher. Das war ihr Finisher. Ich hatte meinen Finisher auch bereit, aber das wird nichts mehr. Oh, Kickout bei 1. Let's go. Und jetzt kommt Pop Rocks. Pop Rocks könnte nur mit Rope Break gefährlich werden. Pin. Das könnte reichen. Das könnte reichen. Shiri, zähl doch mal. 1, 2 und 3. Und Roxanne gewinnt. Was ein Match. Das war ein Banger. Holy shit. Junge, wie ich da aus den Finishern rausgekommen bin. Aber Roxanne bleibt unser Champion. In einem legendären Match. Ich hab's doch gewusst. Und damit ist auch die Rivalität abgeschlossen. Indie Hartwell holt sich ein bisschen Popularität, um genau zu sein. 1. Dann die Fehde zwischen den beiden. Fallsground Anywhere Match. Tammy gewinnt. Klassiker und damit auch die Fehde abgeschlossen. Solisiko holt uns ein bisschen Fans. Dann dieses Random Tag Team Match. Bitte lass es wenigstens okay sein. Es ist großartig. Okay, das ist besser, als ich erwartet habe. Sparky holt uns auch ein bisschen Fans. Dann Bailey gegen Dakota Kai. Das wird uns wahrscheinlich nicht so viel bringen. Es war okay. Na, dann bin ich zufrieden. Und als letztes Bray Wyatt gegen Logan Paul um den World Championship. Und Bray Wyatt ist unser neuer World Champion in einem Klassiker. Perfekt. Ich muss sagen, es hat ziemlich gut funktioniert, der Pay-Per-View. Das hat wirklich gut funktioniert. Wir hatten ein unglaubliches Booking. 5-Sterne-Match, 4,5, 3,5, 2,5 und 4,5. Wir hatten fast überall die besten Matches. Also, wir hatten wirklich die beste Show, wenn ich mir das hier so angucke. Wir haben aber auch leider Geld verloren. Mit unserem Geld sieht es allgemein nicht gut aus. Aber nach dieser Show sollten wir uns vielleicht wenigstens ein bisschen an unsere Gegner ranbewegen. Ja, ich sehe hier 619 und 625. Wir sind wirklich knapp dran. Und das können wir jetzt auf jeden Fall im nächsten Schritt noch ändern. Wir könnten auch wieder tauschen. Jetzt ist natürlich die Frage, was wollen wir machen? Wir haben hier eine schlechte Moral für eine Dakota Kai. Aber halt auch eine Level 3 Fehde. Das heißt, ich sollte sie eigentlich nicht wegtun. Aber zum Beispiel sagen wir mal einen Santos Escobar. Der ist ein bisschen was wert, aber er bringt mir gerade nichts. Wen würde ich denn für einen Santos kriegen können? Ich hätte halt gern Banjo, ne? Aber ich krieg halt für Banjo. Also ich krieg Banjo safe nicht. Ich werde es mal probieren. Der Tauschwert von Banjo ist 160.000. Ich gebe ihm 170. Du kannst mir nicht erzählen, dass er das nicht annehmen wird. Ich würde gern Banjo haben. Und das sieht nicht gut aus. Tausch abgelehnt, Bro. Junge. Kann ich dir ein bisschen Geld geben? Was ist, wenn ich dir 13.000 noch gebe? Schauen wir mal, ob ihm das gefällt. Nope, scheinbar auch nicht. Junge, okay, dann halt nicht, Bro. Dann halt nicht. Und wenn ich dir noch Chad Gable dazu gebe und du gibst mir noch 10.000 dazu, wie sieht's dann aus? Jawohl! Okay, ich weiß zwar nicht, ob es das wert war, aber gut. Let's go. Wir haben Banjo bekommen. Nur jetzt brauche ich halt absolut nichts mehr tauschen, ne? Ja gut, dann bin ich jetzt zufrieden, würde ich sagen. Haben einfach zwei Leute hergegeben, nur um Banjo zu bekommen. Was möchte er denn? Also er gibt mir Short Ear Garcia und Dr. Gende für Piper Niven und Sparky. Bro, dein Ernst? Okay, Sparky ist halt absolut nichts wert. Holy shit. Hm. Aber ich soll ihn noch 33.000 ablehnen. Gib ihm doch keine 33.000. Also wirklich. ECW. Ich krieg Drew Gulak für Piper Niven und Sparky und 25.000. Was wollt ihr denn alle mit meinen zwei? Okay. Deswegen, ich weiß halt nicht, was ich mit Piper Niven tun soll. Also sie zu vertauschen wäre schon gar nicht so schlecht. Aber ich brauche halt auch keinen Drew Gulak, ne? Sorry. Und NXT? Bray Wyatt? Junge, also jetzt wird's frech. Weg mit dir. Also was für freche Tauschvorschläge. Dijak will ein bisschen Geld, um zu verlängern. Das muss ich ihm auch geben. Dakota Kai wird natürlich jetzt gehen. Sie will 100.000. Ich hätte Dakota hergeben sollen. Würde ich gerne, aber das Geld habe ich nicht. Was sagt sie jetzt? Oh, sie ist weg. Schade. Was will Drexplex jetzt? Ich will das Main Event. Entschuldige mal, das ist ziemlich offensichtlich, dass ich die Fans mich in den größten Matches sehen wollen. Also sollte ich auch das Main Event bekommen. Was? Ich stecke euch beide in das nächste Main Event. Okay. Scheinbar muss ich die beiden jetzt ins Main Event stecken. Alles klar. Und wir kriegen natürlich noch einen Shake-Up. Superstars erhalten 3 mehr Ring-EP. Wähle einen Superstar, der in einem Match eingesetzt wird, verliert alle Teilnehmer weniger Ausdauer. Wähle einen Superstar, erhalte 10.000, wenn du ihn in einem Match buchst. Ja, machen wir das. Und nehmen einfach den mit der besten Ausdauer. AKA Drexplex. Und Tami hat sogar ein Level-Up gemacht. Let's go. Match-Spezialität False Count Anywhere oder Special Guest Referee? Da ist jetzt natürlich die Frage, was ich... machen wir mal Special Guest Referee. Machen wir es interessant. Hat sonst noch jemand ein Level-Up? Nee, sieht nicht so aus, leider. Ich hoffe sehr, dass es das wert war, Banjo, ne? Du hast mich sehr viel Geld gekostet. Aber gut, das finden wir dann heraus in der nächsten Folge. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne eine Bewertung da. Abonniert den Kanal, um die nächste Folge nicht zu verpassen. Dann sehen wir uns wieder da. Haut doch rein und tschüss.